Hallöchen, meine lieben Freunde, und da sind wir wieder zurück mit Let's Play Hitman Blood Money. Der Toto LP ist nämlich auch noch mit dabei. Hi, und da steht der Kollege. Na, wie geht's? Ja, so. Verpiss dich dorthin. Los, einmal Schuhe zu binden. Oh, mein Schuh ist offen! Und tot. Wieso war das da unten rot? Wo das aufgekommen ist? Weil da Wein drin war. Ach so. Okay. Hey, ist der da unten tot? So, ja, der ist tot. Also wir waren das nicht. Wer war das? Ich gehe einfach so ganz locker hier raus. Weil sind nämlich alle aufgebracht und ich kann jetzt hier rüber in das Hauptgebäude. Lass mich mal durch hier. Richtig. Und wo ist der andere? Der andere, ich klettere jetzt hier an dem Regenrohr, an der Regenrinne hoch. Der ist dann gleich hier oben in dem anderen Zimmer. Für mich ist das jetzt hier blind, also okay, ist es blind für mich. Hier drin ist das. Ich komm nicht hoch. Achtung! Mit was killst du dem jetzt? Der kriegt eins aufs Maul. Aber tut nicht hin. So. Und schon sind wir fertig. Okay. Zur Vorsicht werde ich jetzt noch mal eine andere Waffe auswählen, weil man weiß ja nie. So, wir holen uns natürlich auch noch unsere schönen Klamotten zurück. Ich brauche mir alles. Weil ich möchte ja gerne hier vernünftig abhauen. So. Und jetzt gehen wir den blödesten Weg entlang gegen die Boxen. Aber kleinen Moment mal eben, also ein bisschen stelle ich jetzt den Sound noch mal runter. Also, nee, ist ja alles auf 100. Jo. Hallo? Hallo, ich möchte das gern runterstellen. Sag mal, willst du mich hier verarschen? Danke. Kann es sein, dass wir gar nichts mehr, dass wir gar nicht mehr verstehen werden? Doch, also in den. Ich habe ja schon mal in die Aufnahmen reingehört und da war es eigentlich ganz okay. Okay. Naja, komm, wird das mal hier in der Aufnahme ein bisschen runtergesetzt. Ja, dann ist das alles auf 60 und 58 und 56. Genau, und akzeptieren und Backschinken und Resume Game. So. Okay, jetzt kommt da bestimmt gleich ein Boot. Das war noch ein bisschen. Nein, mein Flugzeug auch ab. Nein, das gerade. Ah. Du bist jetzt aber auch ein bisschen leiser als vorher. Ja! Weil ich glaube. Ja, also wäre glaube ich ganz gut, wenn du mal dein Headset ein bisschen höher stellen würdest. Ich würde jetzt volle Lauschen. Nee, aber du bist echt leise geworden. Volle Lautstärke. Dumms. Du bist echt leise geworden. Ist das jetzt besser? Ein bisschen. Ein bisschen? Soll ich mein anderes Mikro nehmen? Ja, versuch das mal. Warum kann ich nicht abbauen? Hallo? Ist es jetzt besser? Auf jeden Fall ein bisschen lauter. Yeah. Hallo? Ist das jetzt hier ein Bug oder was? Russell, Maul. Ähm.
So. Hallo 47. Your next target's in Chile. His name is Fernando Delgado. Ich hab den doch. Willst du mich verarschen hier? Ich hab ihn doch getötet. Ey, sag mal. Da krieg ich gleich schon wieder Rage. Du hast ihn getötet, ja, du hast ihn aber nur geschlagen. Was habe ich dir aber gesagt, dass er nicht tot ist? Ja, das war wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt, wo du gerade so leise warst. Ah. Du hättest ihn nämlich nochmal abschießen müssen, denke ich. Herrgott, geh da hoch. Rennt gleich so rein. Oh, sprint, Mann! Spaltötung, doof und das. Mann, jetzt weiß ich auch, warum ich dieses Spiel so hasse. Also, mein ganzer Scheiß los hier hoch. Geh da durch, du Penner. So. Wieso leckt das jetzt auf einmal so doll? Ich weiß es nicht. Hör, da komme ich noch nicht einmal hoch. Ja, ganz toll. Das ist super. Jetzt suchen sie mich dann natürlich alle. Oh. Jetzt suchen sie dich immer noch. Ja, na klar. Ey, nee, jetzt reicht's. Artillerie. Attentat auf Anders Breivik ist das jetzt. Kann das sein? Du rennst jetzt durch mit einer Waffe, machst sie alle fertig und verpiss dich dann. Ey. Oh, wegen du, Frischchen, komm mal her hier. Dort hinten kommt einer. Hallo. Zwei. Echt? Ich sehe da nur einen. So, Schuss. So. Naja, machen wir hier mal so ein bisschen auf Ego-Shooter. Das ist ja alles kein Problem. Ich bin ja flexibel. Da bin ich ja zur Stelle für Ego-Shooter, ne? Als Kommentator. Das ist ja alles kein Problem hier. Naja. So. So, wir reden heute über den Gegner des Player. Soll ich jetzt mal eiskalt so ein Commentary draus machen? Kannst du gerne machen. Scheißegal. Auf jeden Fall, ich rasche jetzt hier einfach nur noch durch. Ja. Sprint! Ja, die aus. So. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Einmal wechseln. Also Leute, ich finde es gerade sehr unterhaltsam. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes. So. Wow. Jetzt habe ich wieder mein anderes Mikro, bin ich jetzt lauter? Ja, auf jeden Fall. Ich kann gar nicht das irgendwie dort ein... Verstehe ich es nicht. Wie ist das denn jetzt? Oh, ganz gut. Wow! So. Okay. Du machst den fertig, ich glaube an dich. Hey, was sind das denn jetzt für Humbugs? Die sehen doch ganz anders aus als die anderen. Ja, aber ja, keine Ahnung.
Ja. Was ist das? Sieht aus wie der Army. Wie viele Leichen hier liegen? Renn einfach durch, los! Nee, ich brauche einmal wieder Munition. Hier ist niemand mehr. Kann ich sagen? Oh, hier VIP-Card. Boah, jetzt bist du viel cooler. So. Also ich denke mal, so müsste ich jetzt an die durchkommen. Okay. Ja, ist ja nicht mehr weit, ne? Und er ist tot. Ich hab ihn getotet. Voll in dem, was? Du hast ihn getotet? Ich hab ihn getotet. Oh. So, ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet, wann ich jetzt wieder Aufnahme wieder angefangen hatte. Wir sind... Um 17. Voll in die Nüsse. Voll in die Klöten. So, darf ich jetzt? Jetzt darf ich. Das ist ja schön. Ich dachte, der Typ ist jetzt wieder aufgestanden, ne? Das dachte ich auch gerade. Sonst noch jemand? Stell dir mal vor, du killst ihn so. Und steht hinter dir. So, komm, jetzt gehen wir aber so runter. Also, schalte ich das auf die Klamotten. Springst du, kannst du hier runter springen? Nein. Arme Sau. Weil ich glaube, wir sind schon bei Überzug. Das wird 15 bis 20 Minuten Part. Ja, der letzte Part, der ging ja nur 9 Minuten. Also von daher. Ja, das ist nur schön. Ist das dann kein Problem? Machen wir eben heute mal ein bisschen länger. Sind wir jetzt die Aufnahme? So. Ja, eben. Heute mal ein bisschen länger, das wäre schon. Es ist ja der heutige Tag. Oh, nee. Der ersten Aufnahmen-Session. Ja, kann man so nennen. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich endlich wieder aufnehmen kann. Darf ich dich fragen, was du als nächstes aufnimmst? Mit das auch schon mal die Leute, die es hier sehen. Falls es schon noch oben, ob das dann noch schon noch durch. Ja, ich bin ehrlich gesagt noch am Überlegen. Vielleicht werde ich schon mit Mafia 2 anfangen. Aber wie gesagt, ich bin noch am Überlegen. Okay. So, tschüss. So, haben wir die Mission geschafft. Mal gucken, was ich denn für eine Bewertung kriege. The Eraser. Naja, geht ja. Da können wir ja gerade noch mit leben. 18 Minuten hast du für die Mission gebraucht. Ja, reicht. So, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser... mörderreichen Mission, kann man ja sagen. Und ja, vielen Dank auch an Toto LP, dass er für diese Aufnahme auch wieder mit dabei war. Vielleicht hängen wir gleich noch eine dran, müssen wir mal gucken. Und ja, damit sage ich dann nur tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.